Guten Tag und herzlich willkommen im Steintor Theater Varieté, dem ältesten Varieté der Welt, Deutschlands. Mindestens Europa. Europas. Neben mir ist die Sissi, die kennt ihr alle aus ihren hervorragenden Sendungen. Zum Beispiel hat sie schon mal mit Angela Merkel eine Sendung gemacht. Und wer war der zweitberühmteste oder die zweitberühmteste? Janet Jackson. Und mit Janet Jackson. Dirk Nowitzki. Und Dirk Nowitzki. Für die Jüngeren von euch, Dirk Nowitzki ist ein Sportler. Jetzt zunächst mal kurz was zum Styling, weil man im Fernsehen ist. Was gibt's da? Ich dachte, man darf nichts Gestreiftes oder Kariertes tragen. Wieso darfst du das? Ja, man darf nichts Kleingestreiftes oder Kleingemustertes tragen, weil die Kameras das nicht wirklich. Ja, aber das sind doch kleine. Das ist doch nicht klein. Das ist nicht klein. Nein, das ist nicht klein. Hast du außerdem auch hier so dran? Guck mal, darf man. Wo denn? Was denn? Also das ist ja wohl. Mittlerweile auch bei der Auflösung, darf man das jetzt mittlerweile auch schon? Dass man, und das war ja früher wegen der Auflösung. Die Sissi hat mitgemacht bei unserer großen Aktion, die ihr alle kennt. Wünsch dir was. Und du hast dir was gewünscht? Nämlich? Ein Babyhund, und wenn der nicht verfügbar ist heute, dann einen Punkt. Genau. Und der Punkt bedeutet für dich natürlich ganz viel. Das ist jetzt nicht irgendwie einfach ein Punkt oder so, weil du dich nicht traust, ein richtiges Tattoo zu machen, sondern es bedeutet was? Es bedeutet die Welt. Und was bedeutet die Welt für dich? Ja, alles. Die Welt, riesig. Meinst du die Zeitung oder? Nein, die Welt, auf der wir leben. Die Welt, das ist ein Riesenthema. So viel Zeit haben wir jetzt gar nicht, das auszudiskutieren. Ja. Es ist nur weiter weg. Das ist das. Also die Welt ist weiter weg? Von ja, oben. Ja, deswegen ist sie so klein. Versteht ihr? Ihr? Du kennst dich doch aus mit Galaxien und mit Welten und mit dem, was da draußen alles ist. Und wenn man von ganz weit außen guckt, dann Welt, kleiner Punkt. Ja. Er ist nicht so philosophisch. Ja, nee, das ist nicht so sein Ding. Und das machen wir jetzt. Und zuerst haben wir gedacht, es könnte ja auch jemand machen, der tätowieren kann. Aber nein, das möchte die Sissi nicht. Sie möchte es von mir haben, weil wir sind schon durch die Nächte gerockt im Osten, als da war die Mauer, da stand die Mauer noch. Und brauchst dich doch nicht schämen, so die Leute finden das doch gut. Nicht. Ach so, ja stimmt, das war ihre ältere Schwester, mit der ich durch die Nacht gerockt bin. Und ja, jetzt ist ihr das peinlich, weil sie mit der Frau Merkel und dem Herrn Nowitzki Sendung. Ach Mann, hör auf, jetzt mach jetzt den Punkt, los. Komm ruhig näher ran, wir zeigen das mal kurz. Komm mal noch näher ran. So sieht das aus, wenn die Sissi Angst hat. Nee, andere Richtung. Ja, nee, ich habe nach dem Geräusch geguckt. Kannst du Geräusche sehen? Nein. Nein. Aber es ist besser, wenn man sieht, was auf einen zukommt. Wie, hast du das schon gemacht? Oh, ganz oft. Die Studierenden, früher haben es mit den Studierenden gemacht. Die durften mich tätowieren und ich sie. Oder umgekehrt, ich sie und dann sie mich. Nein, ist ja egal, welcher. Danke, Augenblick. Da kann nichts mehr passieren. Da kann nichts mehr passieren. Ja. Sie haben jetzt mal Pink mit Glitzer haben wir jetzt genommen als Farbe. Ist ja. Okay, ne? Ja. Ich wollte eigentlich lila, aber das ist auch okay. Nein, ist das nicht dasselbe? Bedeutet das irgendwas? Mhm. Also die Stelle? Nein, die Stelle? Nicht. Die Stelle bedeutet das ist doch. Super professionell mit den Handschuhen. Die Stelle bedeutet, wenn man an dieser Stelle einen Punkt hat, bedeutet das, dass man bei seinem 18. Geburtstag schon im Knast war. Also das heißt, sie wird, wenn sie 18 wird, wird sie aber im was Knast du machen sein. Kannst, ist natürlich immer die Welt. Die Welt. Okay. So, also zeig nochmal genau drauf, wo das hin soll. Ja, hier so, dachte ich. Da so, gut. Warte, was sagst du wohin? Ja, ne, da so. Hier so? Ja, das finde ich ganz gut da. Hier so. Oh Gott, Marc, soll ich irgendwas machen? Soll ich so rumhalten? Kannst du ein Gebet sprechen, wenn du möchtest? Kannst du die Hand so oder drauf. Hier, du schreibst da jetzt irgendwas hin oder so ein Quatsch. Zeig nochmal auf den Punkt, ein letztes Mal. Jetzt weiß ich nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht mehr. Ihr könnt es ja jetzt. Macht es euch einfacher da. Und macht euch ein Wissenschaft. Ja, lass es so. Komm, wir machen das. Ja, okay, ich halte das so. Ja, Freehand kriegt eine ganz neue Bedeutung. Das ist Freehand. Wenn du ein Toastbrot machst oder irgend sowas. Magst du keinen Toast? Ich halte dein Knie fest. Danke, ja, halt mein Knie fest. Lade ist nicht ganz schlecht. Hast du angefangen? Das war der Punkt. Das ist der Punkt. So, jetzt kannst du noch überlegen, ob du ein. Können wir noch gucken, ob wir doch ein Universum draus machen? Ob du ein Universum draus willst und falls du den vergrößern nein, möchtest. Nein, ist der so groß? Nein. Nee, ne? Nee, das ist jetzt nur wirklich so wie so ein Nadelsteck. Falls er den überhaupt richtig reingibt. Ja, hatte. Das war's schon. Also jetzt kannst du dir überlegen, ob du den so haben. Ob Sonnenstrahlen drumherum warst. Oh, genau, Sonnenstrahlen, ein Herzchen. Also der Ursprungsplan war, dass wir ihr so ein Herz machen mit so einem Schild und dann Maki. Ja, der ist doch süß. Ich mag den voll. Das ist der beste Punkt. Dankeschön. So sieht's aus. Ach, liebe schön. Freunde, wenn ihr das nächste Mal eine Sendung guckt, wo berühmte Prominente interviewt werden von einer Frau in riesigen, breiten Streifen, dann denkt daran, sie trägt die Welt nicht nur in ihrem Herzen, sondern auch auf ihrem Handgelenk. Die Welt. Tschö. Ach.